Hallo, hier spricht wieder euer Remora. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge meines XCOM 2 Playthroughs auf dem Schwierigkeitsgrad Legende Iron Man. Heute machen wir einen Guerilla-Einsatz, die Operation Dunkler Zahn. Wir müssen eine Workstation in einem Adventzug hacken und können dafür einen Wissenschaftler kriegen und vor allem, wir können den großen Durchbruch am Avatar-Projekt verhindern. Da gehen wir dann auch mal gleich rein. Ach, vorher noch schnell, was haben wir als Gegner? Interessant ist sicherlich der Sektorpod und das Andromedon. Und sonst eher Sachen, mit denen wir locker umgehen können. Setze Kurs auf den mexikanischen Regionaltrakt. So, was wir nicht mehr mitbringen werden, das ist hier irgendjemand, der schon Colonel ist. Das heißt, wir bringen Wyman mit, weil den will ich unbedingt noch auf Colonel bringen. Und wir bringen Ygritte mit. Rob ist angesagt. Euron. Und Doran. Und dann braucht man noch eine Spezialistin und das kann dann eigentlich nur Mycella sein. Okay, Mycella muss jetzt auch die Healing Duties übernehmen. Hier nochmal schnell. Das heißt, sie kriegt das Medikit. Dann geben wir mal Rob den Warsuit. Da unten stellen wir jetzt mal oben, da haben wir da was Neues gekriegt. Genau, jetzt haben wir wirklich schon zwei Höllenfeuerwerfer. Jetzt geben wir mal den Plasma Blaster. Mal, was der macht. Da müssen wir bei ihr wahrscheinlich das zweite Imitationsgerät mitbringen. Und ich glaube, wir bringen diesmal keine Blendgranate überhaupt mit, sie nimmt Giftgeschosse. Rob nimmt die zweiten Bluescreen Rounds. Okay, dann müssen wir mal hier überlegen, ob das noch up to date ist. Naja, das lassen wir einfach mal. Jetzt noch schnell zu den Bomben. Ja, wir bringen mal 2 MP-Bomben mit. Vorsichtshalber. Ich glaube, das passt so. Grundsätzlich, auf geht's. Viel Glück, Team. Fernaufklärung hat einen ungeschützten Zugangspunkt zum Advent-Netzwerk ausgemacht. Es handelt sich wohl um ein Terminal auf einem ihrer Züge. Wir dringen ein, um alle Daten zu bergen, die wir über das Alien-Projekt finden können, bevor sie die Verbindung trennen. Schalten Sie alle Feinde aus und sichern Sie das Gebiet. Wir brauchen diese Daten. Wir dürfen keine Gelegenheit auslassen, um Ihre Fortschritte zu verlangsamen. Der Firebrand bringt uns in eine Kleinstadt, im Advent-Patrouillenzone 1, einem Vorort von Guadalajara, Operation Dunkler Zahn. Wir müssen alle Feinde neutralisieren, das sind die 11, die wir gesehen haben, und eine Workstation hacken. Und dann werden wir dann wieder rausfinden, ob das bedeutet, wir müssen uns daneben niederknien oder wir können sie von der Entfernung hacken. Von der Entfernung hacken ist natürlich der einfachste Missionstyp überhaupt. Gut, jetzt ab sofort ist es immer Team 1B. Mit dem wir unterwegs sein werden. Wollen wir hoffen, dass das nicht noch hinten losgeht. -154 Avenger. Der Zugangspunkt liegt direkt voraus. Sichern Sie das Gebiet und rechnen Sie mit feindlichem Widerstand. Mhm. Direkt voraus ist immer ganz gut. So direkt voraus würde ich jetzt das nicht sehen. Okay, er sieht auch schon was.
Tengo el enemigo a la vista. Da ist eine Advent-Truppe in dem Haus, okay? Die sollten wir dann auch in der nächsten Runde, denke ich, auch sofort angreifen. Nähere mich der Zielposition. Good copy. Moving on target. Roger that. Posizione confermata. Das frage ich mich, wo gehen wir mit Wyman hin? Wenn man da hoch geht, kann man irgendwie durchschauen? Eigentlich nicht. Wahrscheinlich zu weit vorne. Grappling! Schauen wir mal, was das bringt. Okay, von da sieht er auch noch gar nichts. Vielleicht da noch ein Stockwerk dazwischen, kann das sein. Das kann natürlich auch gut sein. Versuchen wir da mal irgendwie reinzuziehen. Nein, das ist eigentlich nur das eine Stockwerk. Zumindest schaut so aus. Okay, da wenn wir hergehen würden, da würden wir uns sehen. Bleiben wir mal so mit ihm. Und gehen wir alle auf Overwatch. Nächste Runde greifen wir an. Okay, jetzt haben sie da tatsächlich da oben Wyman entdeckt. Ich habe schon fast befürchtet, dass das irgendwie kein guter Zug war. Aber wenigstens haben wir einen Half-Overwatch stehen. Also war das gar nicht so verkehrt. Schießen uns, glaube ich, gerade den Weg durch das Haus frei. Zwei down. Schaut dann auch aus, als wenn nur noch, genau, der Lancer leben würde. Schauen wir mal, ob wir den auch erledigen können. Ja, können wir. Jawohl. Da haben wir ja ein Loch reingeschossen, da kommen wir ja schön rein jetzt. Ohne, dass wir Rob aufdecken müssen. Das wäre jetzt noch schön. Jo. Der hat nur noch ein Leben. Schauen wir mal, kann Wyman das oben vielleicht sehen? Na, geht nicht. Wäre zu leicht gewesen. Aber der kann sicherlich runter irgendwie marschieren und den mit der Pistole erledigen. Jawohl. So, dann kann nämlich der Rest weiterziehen. War der Zug gar nicht so verkehrt. So, dann mal weiter Richtung. Ich glaube, da gehen wir. Ja, genau, da gehen wir in das Haus rein, glaube ich. Das ist eine gute Idee. Schauen wir gleich mal bis hierher, ob das funktioniert. Sehr gut. Dann. Der Rest zieht auch noch. Da drüben ist wahrscheinlich zu gefährlich. Dann ziehen wir es lieber mal daher. Was ist da draußen? Okay, da ist so ein Teil. Ziehen wir Rob hier hin. Mal schauen, ob man von da schon was sieht. Okay, sieht man nichts. Das ist dann okay. Da drüben ist der. Wir ziehen ihn mal noch nicht daher. Ist mir zu gefährlich, dass wir was aufdecken. Dass er irgendwie in was reintappt. Ich denke mal, wir können dann Wyman hierher ziehen. Oh, da hören wir den Sektorpod schon marschieren.
Okay, jetzt können wir schon in der zweiten Runde Reinforcements. Das ist ein schlechter Witz, oder? Okay. Müssen wir ja fast mal hier hingehen. Die Tür öffnen. Damit wir die empfangen können, bloß ich befürchte, wenn wir die Tür aufmachen, dann haben wir auch die andere Gruppe gleich. Oder irgendeine Gruppe, die da steht. Offensichtlich nicht. Okay, dann machen wir es so. Dann verbleiben wir so. Schon unterwegs. Arrivo. Rolling. I guess that'll be okay. Ich denke, wir brauchen auch Rob, aber wenn wir aufdecken damit, damit wir die Gruppe, was immer es ist, sauber erwischen. Aber ist jetzt wieder irgendwie unglücklich da. Bereits Reinforcements in Runde 2. Was war das? Oh, gleich zwei Max. Die wahrscheinlich beide in Overwatch gehen. Oh, super. Somit werden wir genau den Soldaten erwischen, klar. Aber das war's dann auch schon. Auf die anderen werden wir keine Schüsse nicht abgeben, weil sie einfach stehen bleiben. Die kriegen wir zwar auch dann ganz locker in der Runde, die beiden. Das ist das geringste Problem, die jetzt zu erledigen. Aber es kostet uns halt. Es kostet. Oh, da hinten ist irgendwas explodiert. Da brennt was. Dann machen wir mal. Dann legen wir mal hier los. So, hier, dem nehmen wir die Arme weg. Also die schon mal. Schutzlos. Dann haben die, glaube ich, noch beide 12 Leben. Und damit können wir die natürlich dann eigentlich einigermaßen locker erlegen. Der erste ist down. Und den zweiten lassen wir mal durch den Seller erlegen. Okay, das wird wahrscheinlich nicht ganz klappen. Dann macht Ygritte den Rest. So, down. Aber leider, es hat uns einfach eine Runde gekostet. Aber wir sind die Reinforcements auch los, okay? Ich sag mal, der Zeitpunkt, an dem wir jetzt getroffen sind, der war ja jetzt nicht so verkehrt. Ja, hätte schlimmer sein können. So, können wir schon wieder nach oben grabbeln vielleicht? Geht das irgendwie? Ja, irgendwie schon, aber wohin? Aber nicht auf das Haus. Ich wäre ja gerne auf dem Haus irgendwie gewesen. Nur darüber. Das ist mir jetzt vielleicht, da oben vielleicht, aber da können wir leicht was aufmachen. Das ist mir zu gefährlich. Da bewegen wir lieber die Runde. Und dann grappeln wir. Keine Ahnung, wenn er hierher geht. Bringt das irgendwas? Achso, das ist Rob, den ich jetzt gerade markiert habe. Moment, das war der falsche. Geht mal hier hin. Weimar bleibt einfach da. Aus. Schluss. Basta. Jetzt wäre es cool, wenn wir gleich schon die nächste Gruppe erwischen würden. Da hinten passiert auch immer was. Irgendwas explodiert da permanent. Irgendwas geht da kaputt. Irgendwas macht was kaputt beim Gehen. Okay, weit ist es ja eigentlich nimmer. Jetzt wird es sauber. Jetzt gehen wir mit Rob. Erstmal wieder mit Rob. Erstmal wieder in Concealment. Und dann schauen wir mal, ob er was entdeckt. Da vorne, okay. Tatsächlich sehen wir da noch nichts. Gut, dann
Kommt auch der Rest raus. Oh, von hier sehen wir das Teil und können es wahrscheinlich auch hacken. Wunderbar. Ja, den haben wir schon gesehen. Schauen wir mal, ob mir Seller, wenn sie da in ungefähr auf dieselbe Stelle geht. Ah, jetzt habe ich zu viel geklickt. Ungefähr auf dieselbe Stelle geht wie gerade Euron, ob es ihn von da auch sieht. Dann hätten wir nämlich das mit dem Hacken schon, dann können wir uns total Zeit lassen. Jo, geht. Wunderbar. Dann machen wir das. Infiltriere System. Objective erreicht, obwohl noch 8 Gegner auf der Map sein müssen. Probieren wir mal das, weil es ist uns eigentlich egal. Das andere wären auch nur 3 Tage, glaube ich, gewesen. Aber okay. Nichts ist sicher. Doch, sicher ist, dass wir diese Workstation gerade gehackt haben. Okay. Wir haben die erfolgreiche Beschaffung der Advent-Dateien bestätigt. Eliminieren Sie alle verbleibenden Feinde im Gebiet. Gut. That's affirmative. Dann bewegen wir sie mal hier raus. Genauso Doran. Jetzt grappeln wir aber dann doch hier hoch. Ich denke, da kann nichts passieren. Doch, da kann was passieren. Da hat er jetzt... Nicht gut. Da hat er jetzt hier so ein Turret aufgemacht, so ein Wachturm. Okay, der ist jetzt nicht so wahnsinnig schlimm. Vor allem, wenn wir blitzschnelle Hände haben. Plus, dann noch einen normalen Schuss bei ihm. Und da er Plus Green Rounds hat, war jetzt ist tatsächlich überhaupt kein Problem. Ja, das nächste Mal genauer hinschauen. Absolut richtig. Wir lassen ihn mal vorsichtshalber da. So, und alles andere geht auf Overwatch. Schauen wir mal, ob die restlichen 8 irgendwann mal kommen werden. Das erste hat sie ja schon angedeutet, die erste Gruppe, und da kommt sie ja schon. Okay, 2 Sektoids und ein Andromedon, die jetzt gemerkt haben, dass die Workstation plötzlich gehackt ist. Aber wir haben ja 4-mal Overwatch. Schön, gleich mal die Rüstung zerschreddert, das ist absolut wichtig. Irgendwas schießt immer noch. Sehr gut. Wir werden jetzt auf jeden Fall gleich mal mit einer Granate starten. Das ist eine klare Geschichte. Ich glaube, wir starten mit der Granate von Euron, der Gasbombe, weil die ja doch einiges an Range hat und ihr sollte auch alle treffen. Sehr schön. Sehr gut. Auf geht's. Er hat auch noch Salve. Gut, dass er kostenloses Nachladen hat. Aber trifft nicht viel. Lassen wir das erst einmal. Gehen wir mit Doran vor, weil der hat jetzt Holo-Targeting. Ah, aber der kann natürlich nicht schießen. War schlecht. Okay, jetzt muss irgendjemand das Andromedon zerlegen. Ich glaube, die anderen beiden Sektoids sterben sowieso aufgrund ihrer Verätzung. Okay, das könnte also Ygritte übernehmen. Ah, das könnte zu weit vorne sein, das lassen wir mal. Ygritte sieht eh nur ihn hier. Ah, das ist jetzt Marcella gerade. Moment, Ygritte, wo bist du? Da. 70% Chance. Haben wir jetzt dreimal die Chance, okay, oder 60%, dreimal die Chance mit 60, das sollte ja reichen, oder? Um das Ding zu zerlegen. Oh, der erste Schuss hat schon gereicht. Wunderbar. Da kommt Rob aus seiner Deckung raus. Und versetzt den mit Blue Screen Rounds. Vielleicht mal nochmal sauber was. Sehr schön, 20. Woo.
Hat noch ein Leben, oder? Absolut. Das Leben holt sich dann Ygritte. Okay, down. Schön, die Gruppe haben wir schnell erledigt. Auch keine schlechte Position. Das probieren wir aus. Den ziehen wir mal ein bisschen weiter nach vorne. Ich glaube, das sollte eigentlich kein Problem dann sein. Gut. Dann haben wir noch wenige Schüsse. Die Frage ist, ob sie das überhaupt rentiert. Also er kann auf jeden Fall mit der Pistole noch schießen, bevor er nichts macht. Den Sektor erlegen. Down. Und der andere, also ich glaube jetzt, der stirbt an der Säure. Wir ziehen ihn nicht weiter, aber hier versuchen wir noch ein bisschen ein besseres Versteck zu kriegen. Die Position ist ja doch eher bescheiden, in der sie momentan steht, aber da ist nicht recht viel. Hier nach vorne will ich noch nicht gehen. Na, die gehen einfach auf Overwatch. Das passt schon. Der Sektor stirbt, wie geplant. Müssen es noch 5 Gegner sein, einer davon noch der Sektorpod. Und der kommt jetzt auch. Da ist er. Mit ein paar kleinen Advents. Er ist natürlich Target Nummer 1 für uns. Leider vorbei. Das wäre schön gewesen, da hätten wir gleich ein bisschen Armor, wären wir losgeworden. Somit ist es nur ein Treffer für 1. Jetzt brauchen wir natürlich Bomben. EMP-Bomb und eine normale Bomb. Okay. EMP-Bomb, die kann er sicherlich von hier schmeißen, das sollte überhaupt kein Thema nicht sein. Leiko, bring die! Schauen wir mal, ob wir ihn lahmlegen können, den Sektorpod, was natürlich total cool wäre. Hat nicht so ausgeschaut. Aber seine Heckverteidigung ist zumindest erniedrigt. Ja, er war es eh, der geschmissen hat, Käse. So, dann schmeißen wir mal eine Brandbombe. Können wir da alle 3 treffen oder nur die 2 hinten? Nur die 2 hinten. Dann machen wir das auf die 2 da hinten. Oh, kritisch den einen getroffen, sehr schön. Beide noch 6 und 5 Leben. So. Ah, das ist genau ein Schritt zu weit. Schauen wir mal, ob wir den töten können. Er hat nur 90% Chance auf den. Eieiei. Plasma Blaster, was macht der nochmal genau? Aha. Will der 2 treffen? Wahrscheinlich. Machen wir mal einfach mal zum Ausprobieren, was das Teil macht. Okay, nur 7 Schaden. Jetzt müssen wir versuchen, den eigentlich zu hacken. Ich glaube, der hintere ist aber tot, oder? Ist er tot? Ja, dann haben wir zumindest einen Mimic Beacon, nämlich Rob. Ah, Rob hat glaube ich noch gar nicht unantastbar, oder? Na. Ah, das ist schlecht. Vor allem jetzt, glaube ich, haben wir kein Mimic Beacon mehr übrig, oder? Doch, oben. Befürchte. Müssen wir jetzt mal anders vorgehen. Ah, okay, erkennen. Okay, wir könnten jetzt trotzdem versuchen, den auszuschalten. Okay, wir werden das versuchen. Also, Micella wird versuchen, den auszuschalten. Zu übernehmen. 53%, nicht viel. Oder wir gehen auf den mit den Bluescreen Rounds von hier oben. Das reicht aber nicht. 6 minus 7 müssen oder vielleicht noch 13 Leben danach.
20% Crit-Chance ist natürlich nicht hoch. Oder wir schmeißen einen Mimic Beacon für den und töten den da hinten vorsichtshalber. Ja, also wir versuchen es mal so, wir versuchen den auszuschalten. Bloß nicht kaputt machen. Also runterzufahren für 2 Runden. Wenn es nicht klappt, haben wir einen Plan. Dann schalten wir den Hintern aus und schmeißen mit Ygritte das Beacon. Okay, aber es hat geklappt. Schauen wir mal, ob wir Ygritte vielleicht den Kill geben können. Schön. Ist down. Target down. So, und jetzt kann Wyman noch einen Schuss reinjagen. Und ihn schon mal vorbereiten für nächste Runde. Hard target, minimal damage. Warum nicht? Hätten wir in der anderen Reihenfolge geschossen, wäre er jetzt tot? Fragezeichen? Na, hätte auch immer noch 5 Leben. Haben wir noch was? Nein, wir haben nichts mehr. Gut. Jetzt haben wir noch den Sektorpod und ich glaube, es müsste noch eine Gruppe mit 2 Mann noch sein. Gut, der Sektorpod ist natürlich jetzt überhaupt kein Problem mehr. Die Frage ist nur, wem geben wir den Kill? Ich glaube Wyman, weil den wollen wir. Den wollen wir ja auch unbedingt auf Colonel bringen. Dann gebe ich ihm den Kill. Oh, down. Rest noch schön. Bam. Oh, und Loot. Schön. Okay. Holen wir mal gleich den Loot ab. Schauen wir, ob wir auf eine Gruppe treffen. Überragender Mehrlader, super. Der Rest ist. Ja, brauchen wir einfach nicht mehr. Punkt. Ich hätte gesagt, der Rest steht schon recht gut. Oh, da drüben ist das andere Team. Verdammt. 2 Achons. So, wo haben wir noch unser Mimic Beacon? Sie hat's. Okay. Sieht irgendjemand das Zeug da drüben? Wir gehen schon mal drauf. Was soll's. Schöner Treffer, super. Auch er sieht ihn. 70% Chance, Doran. Leider vorbei. Rob wird auf jeden Fall auch noch drauf knallen. Der muss ihn auf jeden Fall sehen, müsste fast 100% einkommen. 91 zumindest. Mit einem sauberen Crit hätte er ihn erledigen können. Hat er aber nicht geschafft. Jetzt hat er noch 2 Leben. Hier oben, das klappt leider nimmer. Und hier können wir auch nichts mehr machen. Da können sie aber noch vielleicht in eine bessere Position zurückziehen. Zum Beispiel daher. Gut, dann müssen wir das Mimic Beacon schmeißen. Jetzt ist die Frage. Wie schmeißen wir das, dass sie das sehen? Das heißt, wir müssen es eigentlich. Können wir sie wieder oben hinschmeißen? Geht nicht. Aber wir müssen Ygritte bewegen, genau. Wir müssen sie bewegen, wir müssen sie näher herbringen, um es schmeißen zu können. Am besten gehen wir mal mit ihr hier hin. Moving on target location. Dann können wir es aber da hinschmeißen, wo ich es mir vorstelle, glaube ich. Nämlich hier hin. Also der eine sieht es dann auf jeden Fall. Ob es der andere sieht, weiß ich nicht. Könnte sein, dass nicht. What's over there?
hoffe, er sucht sich trotzdem den richtigen Gegner aus. Ja, macht er. Haut sogar vorbei. Bei einer 100%igen Chance. Man, total egal, aber... Wo ist der zweite Idiot? Ich glaube, der hat es nicht gesehen. Der schießt auf irgendwas. Naja, der macht Feuerfedern. Okay, das ist natürlich jetzt dankbar eigentlich für uns. So, ist irgendjemand, der... Genau, das wäre jetzt schön gewesen. Er erwischt ihn mit 100%. Gut. Passt. So, wo waren jetzt die Feuerfedern nochmal ganz genau? Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch interessant ist, weil wenn wir den in der Runde legen, könnte es sein, dass das total uninteressant ist. Aber... Präzisionsgewehre, 83% Chance. Vorbei, oder? Tatsächlich. Also ist wahrscheinlich doch noch wichtig, dass wir die alle bewegen. Aha. Okay, wir wollen mit dem zweiten Mimic Beacon arbeiten hier. Das schmeißen wir mal auf jeden Fall schon. Mal aus der Position ziehen. Versuchen noch einen Schuss abzufeuern. So, für 4. Der ist sogar vergiftet. Jo, ihn müssen wir auch unbedingt wegziehen. Schöner Treffer. So, wir Seller so ziehen, dass er ihn sieht. Also da wird es ihn auf jeden Fall sehen. Schon unterwegs. Und da Rob nachladen muss, bleibt er gleich mal auf der Position und schießt von da. Wow, hat ihn gleich runtergeholt. Jetzt sehe ich gleich mal, ob diese Feuerfedern noch irgendwie eine Auswirkung haben. Ich glaube nicht, weil ich gehe davon aus, dass jetzt die Mission vorbei ist und deswegen... Genau. Status bestätigt. Alle Feinde erledigt und Gebiet gesichert. Meines 1-5 Status bestätigt. Mission erfüllt. Makellos, selbst mit Team 1B. Ja, war eine ziemlich einfache Mission. An sich, vor allem, weil man das Objective schon so früh hacken konnten. Also man nur eine Gruppe und die unglücklich frühen Reinforcements down hatten. Das war richtig gut. Und danach war es eigentlich nur noch runterspielen, Mimic Beacon schmeißen und den Rest einfach töten entsprechend. Stimmung. Wir sollten die Bar auffüllen. Okay, das machen wir. Ja, keine Verletzung. Was ich jetzt achten muss, ist, dass Doran der neue Ad ist und ihn als ersten schießen lasse. Das ist mir jetzt gerade eingefallen, dass das, glaube ich, nicht so oft gemacht habe. Der Mehrlader ist natürlich super. Beeindruckend, Commander. Sie haben meine hohen Erwartungen bei weitem übertroffen. So, wir haben jetzt noch fürs Endgame noch einen weiteren Wissenschaftler. Vielleicht schaffen wir es da 3-4 Tage abzuknapsen von den Forschungen und wir haben dieses böse, düstere Ereignis verhindert. Gut, was wir theoretisch machen können, wir können die Verteidigungsmatrix abreißen, weil die werden wir nicht mehr brauchen. Aber total egal. Vorräte haben wir genug. Und hier gibt es noch Alien-Legierungen. Aber jetzt machen wir erst einmal hier unten Australien fertig. Setze Kurs auf Sektor 2, Australien.
Okay, schon wieder ein Punkt zum Avatar-Projekt. Es geht jetzt aber echt fix. Die Aliens machen noch immer Fortschritte beim Avatar-Projekt. Wenn wir sie verlangsamen wollen, müssen wir uns beeilen. Höre sie laut und deutlich. Den Kontakt, die Zwischensequenz habe ich abgebrochen. Die brauchen wir, glaube ich, nicht. Haben wir jetzt das? Ja, jetzt haben wir das bestens bewaffnet. Das werde ich mir mal Anfang der nächsten Folge anschauen und dann hier noch neu die Leute ausrüsten. Jetzt bin ich gerade mal überlegen. Hier haben wir Alien-Legierungen, hier haben wir die niedrigen Kontaktkosten, die brauche ich nicht mehr. Schauen wir noch ganz kurz am Schwarzmarkt vorbei. Bin mir tatsächlich nicht mehr sicher, ob ich jetzt in der letzten Folge noch den überragenden Mehrlader gekauft habe, den es dann noch zu kaufen gab, aber ich glaube schon. Der Markt ist offen. Ja, habe ich gekauft. Okay, gut. Dann hat sich das erledigt. Dann, wo waren die Alien-Legierungen? Die waren hier. Dann geht's daher. Avenger berechnet neuen Kurs. Jetzt bereit. Ist das Objekt soweit? Bereit. Ich habe Rover mit den Überresten des Codex-Hirns verdrahtet. Er sollte das gleiche Signal ausstrahlen, mit dem der Codex durch das Tor kam. Sehr gut. Fangen wir an. Wir haben gesehen, wie der Codex einen ähnlichen Riss geöffnet hat. Ihrem Gerät wird nichts passieren. Spektren auf. Denk daran. Rein, mach ein paar schnelle Messungen und dann wieder zurück. Okay. Oh, sehen Sie das? Es scheint, als würde unser Signal empfangen. Erhöhe Energie. Sieht nicht wie ein Ort aus, an dem wir schon waren. Oder wie irgendein anderer Ort auf der Erde. Vielleicht ist das die Quelle. Sozusagen der Sitz der Macht der Aliens. Über alle physikalischen Grenzen gesichert. Nur ein Weg, das herauszufinden. Los! Wir zählen auf dich. Es gab einen Moment, als das Gerät zwischen den Orten war. Allerdings fragte das Tor dann nach einer zweiten Signatur, einer organischen Signatur. Als wir die nicht liefern konnten, generierte es eine Art Resonanzimpuls. Offensichtlich. Wenn der Codex die Tür erzeugt, ist diese organische Signatur der Schlüssel. Wir müssen den richtigen Schlüssel finden, bevor wir es nochmal versuchen. Das hier nicht mit etwas Organischem passiert. Stimmt. Ich informiere sofort den Commander darüber. Na, schön, wird Rover schon wieder hinkriegen. Ich bin bereit für die Autopsie des mächtigen Wesens, das wir geborgen haben, Commander. Ich spüre, dass wir an der Schwelle zum vollständigen Verständnis dieses Avatars stehen, nachdem wir so lange gestrebt haben. Gut, das ist jetzt die letzte Forschung, die wir dann machen werden, aber vorher machen wir noch die normalen Forschungen fertig. Genau, da haben wir noch 5 Tage jetzt bis zur Sektorpodenanalyse. Passt. Ich glaube, es sind dann noch 4 zusätzliche Autopsien und dann gehen wir auf den Avatar. So, jetzt haben wir eine Schredder-Sturmkanone bekommen. Sehr schön. Kommen wir nochmal zurück. Bauen wir nochmal was. Wählen wir nochmal eine experimentelle Servowaffe aus. Ich glaube, es gibt 4 verschiedene und 3 haben wir jetzt. Weiter an den Alien-Legierungen. Meine
Nachricht für Sie, Commander. Ich stelle Sie in Ihr Quartier durch. Commander, es ist bedauerlich, dass Ihre jüngsten Bemühungen nicht mehr waren als ein Fehlschlag. Absolut. Du hast sowas von recht, Rat. Du hast keine Ahnung offensichtlich von der ganzen Geschichte. Sag mal, Wachsamkeit, verdecktes Ereignis und Faceless auf jeder Mission. Was wir unter gar keinen Umständen haben wollen. Obwohl, eigentlich jetzt schon egal. Strategische Ressource gefunden. 70 Legierungen und die Vorratslieferung. Und die ist wo? Die ist da unten. Avenger berechnet neuen Kurs. Psy-Ausbildung abgeschlossen. Melisandre, sehr schön. Das ist eher nix. Ist immun. Okay, jetzt kommen... Jetzt geht aber noch ein wichtiges ab. Jetzt müssen wir hier schlechte abbauen oder erforschen, damit wir das Gute noch bekommen. Machen wir mal das Bollwerk. Und wir haben eine Ratsmission. Göttlicher Gigant. Wir kriegen einen Ingenieur, was soll man denn mit dem? Und 116 Informationen, das ist natürlich super, aber der Ingenieur ist natürlich vollkommener Blödsinn. Was haben wir als Gegner? Sektopod. Andromedon, Archon, Codex. So ähnlich wie wir gerade in der Mission haben. Okay, in dieser Mission hat man Guerilla Ops, war ziemlich einfach, sind makellos durchgekommen, bin sehr zufrieden. Sollte euch die Folge gefallen haben, dann lasst doch bitte ein Like da oder abonniert. Ansonsten sehen wir uns zur nächsten Folge und bis dahin, keep on rockin'.